Ganz herzlichen Dank, Janina, dass du heute hier bei uns bist, bei Dussmann. Über dein neues Buch wollen wir sprechen. It's Now, Leben, Führen, Arbeiten. Ich möchte heute mit dir über Führung sprechen, über Technologie, über Wandel. Und ich kann mir niemanden Besseren vorstellen als dich dafür. Herzlich willkommen. Vielen Dank, welche Ehre. Deine Karriere ist unglaublich steil und wahnsinnig beeindruckend. Du hast angefangen bei Accenture. Dann hast du eine steile Karriere gemacht bei Siemens, wo du viel verändert hast bei Siemens. Man könnte fast sagen, den Laden ein bisschen auf den Kopf gestellt hast. Und im Moment bist du Aufsichtsrätin und Beraterin. Und ganz am Anfang von deinem Buch erzählst du schon ganz viel auch aus deiner Kindheit und aus deiner Jugend. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich dich fragen, warum, wegen des Titels vor allen Dingen auch, It's Now, warum ausgerechnet jetzt? Why now? Das war, also der Titel ist wirklich entstanden, ganz zum Schluss oder ziemlich weit zum Schluss. Und dann natürlich irgendwie was Prägnantes, was noch nicht benutzt wurde und so weiter und so fort. Und ich habe ja im Prinzip durch dieses ganze Buch, zieht sich ja eigentlich so dieses, jetzt los, mach mal, ja, auf geht's. Und so kamen wir einfach dann dazu, ich hatte erst gedacht, so irgendwie vom Verlag her, die wollen bestimmt einen deutschen Titel. Ja, und ich finde ja, manchmal sind so bestimmte Dinge irgendwie auch eingängig. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann kamen wir irgendwann zu It's Now. Und dass es dann so passend irgendwie auch sein würde zum Erscheinungsthema, man muss ja immer vielleicht jetzt irgendwie auch mal wissen, dass so ein Skript schon ziemlich lange abgegeben ist und dass dann viel passiert, bevor es dann tatsächlich irgendwann mal im Buchladen steht. Und da haben wir uns eigentlich dann sehr, sehr gefreut. Aber das Buch soll definitiv einfach ein Appell sein, Dinge anzugehen und nicht mehr zu warten und nicht mehr selber irgendwie Entschuldigungen zu finden, warum man irgendwie dann doch nochmal was hat schleifen lassen, sondern zu sagen, hey, es ist jetzt an der Zeit, los geht's. Ja? Oder vielleicht auch so ein bisschen wilder, so manchmal so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten, um zu sagen, jetzt spring halt mal und trau dich. Es ist jetzt, pack's an, wäre ja vielleicht auch ein deutscher Titel. Was auf Bayerisch. Was, genau, da geht noch was. Du hast in dem Buch auch beschrieben, dass du als kleines Kind eingeschlafen bist zum Tippen der Schreibmaschine deiner Eltern. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja dann wie vorhergesehen, schon als kleines Kind das Tippen der Schreibmaschine und jetzt eben Buchautorin. Da haben sich die Eltern bestimmt auch gefreut. Naja, also ich glaube, das war jetzt eher so die Examensarbeit meiner Eltern, die mich dann tatsächlich, also die Erinnerung habe ich wirklich. Meine Eltern waren auch total überrascht und gesagt, erinnerst du dich daran? Da sage ich, ja, doch, war doch so. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja. Also das ist ja immer manchmal die Frage, an was erinnert man sich noch und an was haben einem im Prinzip die Familie immer erzählt und deshalb glaubt man sich zu erinnern. Aber das ist tatsächlich eine Erinnerung. Und es klappert bei mir heute irgendwie abends nur noch irgendwie auf der Computertastatur. Aber ich glaube, was schon klar war, dass ich mitgenommen habe, dass meine Eltern irgendwie abends auch nochmal was gemacht haben, ja, wenn ich dann irgendwie halt schon als Kindergartenkind irgendwie im Bett war. Und auf der anderen Seite, dass ich aber ein Buch schreiben würde, das ist ehrlich gesagt entstanden, weil ich angesprochen wurde im Herbst 19 so ungefähr, naja, du hast doch jetzt bald Zeit, weißt du schon, was du machst? Und habe ich so gesagt, naja, also auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang nichts oder zumindest nicht irgendwie sofort wieder zurück in die nächste berufliche Geschichte. Und dann sagte der Dominik Wiesmann zu mir, du kannst doch eigentlich ganz gute Geschichten auf der Bühne erzählen, dann schreib doch. Und dann sage ich, naja, also zwischen reden können und schreiben können ist ein großer Unterschied. Und er sagte, nee, ist nicht, das musst du schon lernen und wirst du auch lernen. Und er hat recht behalten. Und so habe ich dann gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Natürlich dass es grundsätzlich um die Frage von der Zukunft der Arbeit gehen sollte. Und für mich persönlich, ich sage immer, Arbeit ist ja nicht zu trennen von unserem Leben. Ja, also ich meine, der Tag hat 24 Stunden und wir müssen in der Zeit arbeiten, leben, schlafen, all diese Dinge machen. Und wir wollen ja auch bestimmte Dinge machen. Und gleichzeitig fand ich eben auch, dass Führung so wahnsinnig viel bedeutet für unser Arbeitsleben. Machen wir es gerne, machen wir es nicht gerne? Wie viele Freiheiten haben wir oder wie wenig Freiheiten haben wir? Also Führungskräfte spielen eine ganz große Rolle. Und diese Themen sind dann abgedeckt und natürlich sind im Schreibprozess auch noch neue Themen entstanden. Ich habe es auch nicht chronologisch geschrieben, ja, was ja immer mal wieder Leute auch so denken, aber habe tatsächlich das letzte Kapitel auch als letztes geschrieben. Also das heißt, da gab es natürlich auch einen Fluss, es gab eine Weiterentwicklung und es gab auch vor allem eine Weiterentwicklung meiner eigenen Gedanken im Kopf. Und ich finde, das merkt man auch absolut im Buch. Es ist wie eine Reise von Kapitel zu Kapitel, auch wenn du es nicht chronologisch geschrieben hast. Und man merkt, dass du eine Geschichtenerzählerin bist. Also du schreibst, wie du sprichst und du sprichst, wie du schreibst. Und das macht das Lesen unglaublich
kurzweilig. Und das war auch mein Ansinnen, also vielleicht diejenigen, die uns jetzt zuhören und die immer mal wieder auch amerikanische Sachbücher lesen. Das ist ja deutlich häufiger so, dass es eigentlich ein Storytelling ist. Und die Realität zeigt, also ich habe wahnsinnig viele Bücher bei mir im Regal stehen, die ich gekauft habe, weil ich mir dachte, oh, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und dann habe ich es aber nicht zu Ende gelesen, weil mir war es dann doch irgendwie zu komplex oder zu schweratmig. Und ich wollte ein Buch schreiben, das man durchlesen kann an dem Wochenende oder wie auch immer, wo man hoffentlich was mitnehmen kann. Und ich sehe an deinen Klebern, du hast offensichtlicherweise an der einen oder anderen Stelle, und ich habe auch ganz viele Zuschriften bekommen, wo Leute was unterschrieben haben oder die ihre Post-its reingemacht haben, wo man was mitnehmen kann, wo man Denkanreize bekommt. Das müssen ja nicht unbedingt irgendwie immer sein, ja, einverstanden, Janina, finde ich genauso. Es kann ja auch eine konträre Meinung sein. Das war mein Anliegen, und mein Anliegen war, dass es sich so anhört, als ob man mit mir am Küchentisch redet. Und das war lustig, weil Leute, die mich kennen, haben tatsächlich geschrieben, mir schien es so, als ob ich mit dir in der Küche hocke und quatsch. Und andere haben geschrieben, es kam mir so vor, ich kenne sie ja nicht, aber mir kam so vor, als rede ich mit meiner besten Freundin. Und insofern muss ich nur sagen, das war für mich eine große Erleichterung zu sagen, ah, offensichtlicherweise hat das geklappt. Ja, das hat funktioniert. Ja. Es ist keine Doktorarbeit. Es sollte auch nie eine werden. Aber es hat trotzdem die Tiefe. Denn an vielen Stellen kommen ja viele Fakten und Daten, die das auch wissenschaftlich unterlegen, was du eben schilderst, wie sich der Arbeitsmarkt verändert, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sich verändern. Weil wir ja auch oft gar nicht wissen, warum wir eigentlich gesellschaftlich da stehen, wo wir sind. Und dann, sie haben ja alle irgendwie nur einen ganz gewissen Lebenshorizont. Also zum Beispiel, ich habe beim Schreiben auch manche Dinge geschrieben, und dann habe ich nochmal nachgeforscht und habe natürlich nochmal selber recherchiert, und habe ich mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also bei dem Kapitel Diversity und was dürften Frauen, was dürften Männer, wie sahen Arbeitsgesetze aus, zum Beispiel, dass bis 1976 der Ehemann ohne das Wissen der Frau den Arbeitsvertrag kündigen konnte. 76, da war ich schon lange auf der Welt, ja. Und das sind einfach so Dinge, wo ich dann selber schockiert war. Aber wenn man es weiß und wenn man sich überlegt, wie lange oder wie wenig lang das erst her ist, dann versteht man auch, warum manche Dinge in Deutschland noch so tief von einem ganz klassischen Rollenverständnis geprägt sind im Vergleich zu anderen Ländern. Und das geht natürlich genau das Gleiche fürs Arbeitsgesetz und so weiter und so fort. Deine Eltern haben dir ein anderes Rollenverständnis vorgelebt, und das hat dich auch geprägt. Absolut. Meine Eltern sind Alt-68er, gleichberechtigte Beziehung, haben beide immer gearbeitet, haben niemals mir gesagt, ich könnte irgendwas nicht, weil ich ein Mädchen bin, sondern haben gesagt, ja, musst im Zweifel, bist halt talentiert oder halt weniger talentiert, musst halt mehr oder weniger dafür tun. Aber wenn du willst, dann kannst du es schon schaffen. Und das hat mich sehr geprägt. Und es hat mich vor allem auch sehr geprägt. Meine ersten Berufsjahre habe ich viel im Ausland gearbeitet, in den USA, auch in Schweden. Und das war zum Beispiel so, als ich um die 30 war, habe ich mir in der Tat gar nicht die Frage gestellt, müsste ich eine Wahl treffen zwischen Kindern und Job, dass es eine Karriere werden würde, das war damals ja auch noch nicht so klar, sondern ich hatte einfach vor allem zum Beispiel in Schweden gesehen, dass es natürlich möglich ist und dass dort Männer und Frauen gleichermaßen gearbeitet haben, auch in großen und wichtigen Führungspositionen, und trotzdem sich jeden Tag Zeit für die Familie genommen haben. Und das sind, glaube ich, einfach prägende Momente und prägende Rollenbilder und aber auch Bilder, die man ansonsten im Kopf hat. Aber vielleicht auch da nochmal ganz wichtig, man bekommt natürlich nicht immer alles, was man irgendwie ganz gerne hätte, auf dem goldenen Tablett serviert. Man muss auch manchmal da hingucken, wo man hingucken will, und manchmal da auch weggucken, was man nicht sehen will. Weil es geht ja auch immer mal wieder darum, dass man sich die Rollenvorbilder suchen muss, die man braucht. Und man muss dann manchmal die Augen zumachen, manchmal die Augen aufmachen und auch manchmal in andere Länder gucken oder in andere Unternehmen gucken oder in andere Organisationen gucken und zu sagen, hey, die können es schon, dann können wir es doch auch. Aber das bedeutet eben halt auch einen großen Horizont und vor allem den Mut, es dann zu importieren. Und mutig bist du auch gewesen und erkundungslustig bei deinen vielen Reisen durch die Welt mit dem Rucksack auf dem Rücken. Ja, das war immer schon eine ganz große Liebe von mir, als ich noch Jugendliche war, Interrail, ja, also die Alten sozusagen, werden sich erinnern. Und dann einfach irgendwie später einfach auch in andere Länder außerhalb Europas mit dem Rucksack. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich finde, du lernst dort das Land einfach in eine andere Nähe kennen. Also das heißt, ja, in übervollen indischen Zügen oder eben, habe ich ja auch geschrieben, in Überlandbussen, wo halt einfach auf einer Zweierbank dann halt irgendwie 5 oder 6 und ein paar Hühner noch dazu sitzen, ja. Und das Baby auf dem Schoß. Und das Baby auf dem Schoß, ja, dass man da irgendwie füttert. Und aber das ist natürlich auch dann schön zu sehen,
wie man auch, wenn man die Sprache nicht unbedingt beherrscht, wie man dann trotzdem irgendwie kommunizieren kann, welche Möglichkeiten und welche Einblicke man bekommt. Und übrigens, jetzt fällt mir das echt gerade ein, dass ich dann meistens, wenn dann so gerade in Strecken, wo nicht viele Ausländer oder Ausländerinnen unterwegs sind, dann findet sich dann schon irgendjemand, der dann irgendwie Englisch kann und dann wird irgendwie palabern und dann fragen die dich auch aus, ja, und sagen, wie ist es denn so bei euch und wir haben ja dieses oder jenes gehört. Also das waren tolle Erinnerungen und irgendwann machen wir das hoffentlich wieder. Ausgefragt wurdest du auch später, als du als Ausbildungsdiplomatin auch durch die Welt gereist bist. Und an einer Stelle in dem Buch beschreibst du, dass du in Südkorea warst und unser Ausbildungssystem erklärt hast. Ja, das war eine, also das gibt ja so manchmal Sachen, die im Job passieren, die stehen nicht in der Job Description drin. Ja? Und das war eine Konferenz, bei der ehemalige WHO-Präsident, gesprochen hat, ja. Und der hat dann irgendwie darüber gesprochen, dass die meisten Länder eine Akademisierung vorantreiben und sie sich doch eigentlich ein Beispiel an Deutschland nehmen sollten. Und ich war ein bisschen später auf dem Panel, ja. Und dann war es natürlich vollkommen klar, dann kam natürlich diese Frage und in der Pause, da hat man immer so ein Länderzeichen dann gehabt und dann war ich ja schon auf dem Panel gewesen, dann wussten also, okay, die ist aus Deutschland. Dann habe ich allen dieses Ausbildungssystem erklärt und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen müssen. Es macht keinen Sinn, wenn junge Menschen nicht motiviert sind, zu studieren und einen akademischen Abschluss zu haben, sie in irgendwas reinzuquetschen mit dem Glauben, das wäre dann die bessere Lösung. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was viele vergessen. Es gibt wahnsinnig viele Berufe, also wo jemand Facharbeiter oder Facharbeiterin geworden ist, die übrigens deutlich besser bezahlt werden als so mancher Akademiker oder manche Akademikerinnen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein wahnsinniges Asset für Deutschland, diese Fachkräfte zu haben, die genau wissen, was in ihrem Job passiert, die Praxis, aber auch Theorie können, die beides miteinander verbinden können. Und viele andere Länder sind total neidisch auf dieses System, was wir können. In Deutschland haben wir ein bisschen vergessen, dass das eigentlich viel dessen möglich gemacht hat, auf was unser wirtschaftlicher Erfolg basiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich einfach auch mal wieder uns erinnern. Ein Exportschlager von uns, über den wir gar nicht selber so viel… Ausbildung, ja. Ein absoluter Exportschlager. Wir leben ja in einer Zeit des unglaublich schnellen Wandels. Ja? Also schon vor der Corona-Krise durch die Digitalisierung, aber durch die Corona-Krise ja tatsächlich auch nochmal beschleunigt. Sind wir als Deutschland mit unserem Bildungssystem, mit unseren rechtlichen Rahmenbedingungen, sind wir vorbereitet auf diesen Wandel? Leider nein. Also da bin ich wirklich wenig optimistisch, was ich ja sonst irgendwie durch dieses Buch bin, aber auch manchmal so ein bisschen schonungslos in der Analyse und gleichzeitig zum Beispiel zu sagen, dass unser Bildungssystem nicht das Beste der ganzen Welt ist. Das wissen wir durch die OECD-PISA-Studien schon seit Jahrzehnten. Uns fehlt aber allerdings der Reformwille und das ist eigentlich das, was mich wirklich sehr geärgert hat und ich glaube, da spreche ich für viele Eltern in Deutschland, dass selbst jetzt, wo wir in der Krise gemerkt haben, in der Pandemie, was alles nicht funktioniert, dass Digitalisierung an Schulen nicht möglich ist, weil es weder das Equipment für die SchülerInnen gibt, noch für die LehrerInnen, dass viele Lehrer mit ihrem privaten Laptop arbeiten. Und das möchte ich irgendwie nochmal ganz deutlich sagen. Es geht mir in keinster Form darum, Lehrkräfte zu bashen, weil ich bei unseren Kindern das wirklich definitiv gesehen habe, wie viele sich enorm bemühen und in ihren privaten Geräten viel ermöglichen, weil es letztendlich die Infrastruktur, die staatliche, nicht zur Verfügung stellt. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir wirklich einfach mal bei der Digitalisierung, bei der Bildung und sicherlich auch in manch anderen Bereichen, in denen ich mich nicht so gut auskenne, zu sagen, zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Kommunen, teilweise gibt es ja natürlich auch noch im schulischen System nochmal andere Ebenen, muss das nicht immer gut sein, so viele unterschiedliche Verantwortliche zu haben, sondern auch manchmal ganz klare, sage ich jetzt mal, nationale Ansätze eben auch zu haben, wo Entscheidungen schneller getroffen werden können. Also wenn wir zum Beispiel überlegen, warum viel Geld, das das Bildungsministerium zur Verfügung gestellt hat, für schulische Bildung nicht abgerufen wird. Also wenn man sich überlegt, dass die Lehrer und Lehrerinnen zwar mit Laptops ausgestattet werden könnten, weil der Bund es finanziert, es dann aber nicht getan wird, weil sich keiner auf der kommunalen Ebene darum überlegt hat, was denn passiert denn, wenn da mal eine Reparatur ansteht, dann kann man sich, glaube ich, zu Recht irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das muss jetzt noch wirklich sein. Also auch da sich zu überlegen, warum wurden Systeme mal geschaffen? Erfüllen sie diesen Zweck noch? Erfüllen sie ihn überall noch? Und wo sie ihn nicht mehr erfüllen, mutig auch neue Dinge neu entscheiden. Und das ist kein Plädoyer für die Abschaffung des grundsätzlichen Föderalismus, aber für das Überdenken der föderalen Entscheidungen in dem einen oder anderen Bereich. Bei Siemens hast du dich auch um Strukturen und um Abläufe
gekümmert und du hast viel verändert in Strukturen und Abläufen. Und das ist ja nicht immer ganz einfach, Dinge zu ändern. Warum tun wir uns mit Änderungen und Wandel und also Change häufig so schwer? Also ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und solange es uns einigermaßen gut geht, ja, wollen wir auch gar nicht unbedingt so viel Wandel. Und dann ist es ja auch oft so, man bemitleidet sich natürlich auch selbst immer ganz gerne und sagt, ach, ich würde es ja ganz gerne anders machen wollen. Aber zum Schluss geht es ja immer darum, wenn etwas verändert werden soll, ein System, eine Organisation, ein Team, dann liegt es jeweils immer an den einzelnen Menschen, die eine Veränderung auf den Weg bringen müssen, die aber auch meinetwegen einen Prozessablauf verändern müssen. Also es ist immer letztendlich der Mensch. Und ich glaube, weil wir dazu neigen, die Gefahren des Wandels zu sehen, aber nicht die Chancen. Und ich bin da einfach eine Grundoptimistin und sage einfach, natürlich ist auch schon manches schiefgegangen, aber man muss dann immer noch überlegen, danach wurde es eigentlich besser. Und wo liegt denn die Chance zurück? Und übrigens, fast alle Entscheidungen und alle Wandel, den kann man auch ein Stück weit wieder zurückdrehen. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat und die war nicht richtig und die Abläufe funktionieren nicht mehr, dann muss man sie wieder anpassen, im Zweifel wieder zurückdrehen. Und zum Schluss einfach aus einem ganz einfachen Grund, der Fortschritt passiert. Der Wandel passiert, ob wir das nun wollen oder nicht. Und anstatt ihn zu verleugnen und anstatt zu sagen, oh, ich weiß nicht mehr, wie lange mein Job noch funktioniert, ist es, glaube ich, deutlich besser zu sagen, ich will das aber aktiv gestalten, ich packe das jetzt an, ich überlege mir, wo ich auch Hilfe und Unterstützung bekommen kann. Da fehlt es noch an vielerlei. Also es gibt gute Möglichkeiten, aber ich glaube, es ist definitiv noch ausbaufähig, um dann zu sagen, wenn ich mich nämlich heute darum kümmere, was morgen und was übermorgen sein kann, habe ich noch genügend Zeit, auch aus der beruflichen Perspektive, auf diese Reise zu gehen. Man muss sie nur gehen. Kann Angst auch lähmen? Angst kann lähmen. Und ich glaube, wenn Menschen viel Angst haben oder viele Situationen auch durchlebt haben, warum sie auch Ängste entwickelt haben, dann brauchen sie viel Hilfestellungen, um vielleicht zu springen. Es ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das schreibe, dann habe ich schon wieder vergessen, aber es ist wie der Sprung vom 5-Meter-Brett. Du stehst da ewig da oben und wenn du dann einmal gesprungen bist, das kann man ja, wenn man vielleicht mal Kinder irgendwie sowas gesehen hat, dann kann man das erleben. Einmal endlich, ja, nach 10 Minuten gesprungen und dann kann es irgendwie nicht mehr genügend sein. Und ich glaube, diesen Schubser, diesen kleinen Tritt, den muss man sich immer mal wieder auch geben. Man muss den auch manchmal anderen geben und man muss auch immer mal wieder andere Menschen einfach an die Hand nehmen und sagen, pass auf, ich mache das mit dir gemeinsam, wir springen jetzt und dann schauen wir mal. Und das nächste Mal sagen, pass auf, du kannst auch alleine springen. Das ist auch das Tolle an dem Buch, an deinem Buch, weswegen es mir so viel Spaß gemacht hat zu lesen, weil da viele Anekdoten sind, wo man sich denken kann, so, ja, ja, genau, das habe ich auch so erlebt. Ich habe auch auf dem 5-Meter-Turm gestanden, ich habe mich nicht getraut. Mein Papa hat mir Pommes mit Ketchup versprochen, was ich sonst nie bekommen habe. Das hat nicht funktioniert. Du bist trotzdem nicht gesprungen. Ich bin trotzdem nicht gesprungen, bis er mit mir zusammengesprungen ist. Und dann sind wir zusammengesprungen und dann dachte ich, großartig. Also und dann bin nicht ich ausgemacht, ja, die Geschichte. Ausgemacht. Ja. Und dann bin ich immer wieder gesprungen. Er war tatsächlich Turmspringer und hat ganz andere Sachen gemacht. Ich habe mich das dann nie so getraut. Das war dann das Maximum. Also einen Kopfsprung von da oben habe ich auch nie gemacht. Ja, also 3 Meter Kopfsprung und darüber hinaus habe ich mich nicht mehr getraut. Nee. Aber das ist übrigens auch okay. Man muss natürlich auch selber seine Grenzen kennen. Ja. Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn du über Führung nachdenkst, ja, dann ist es auch so zu sagen, was kannst du gut in diesem Team? Also wenn du jetzt zum Beispiel Führungskraft bist, was kannst du gut? Und wie musst du aber dein Team komplettieren mit Menschen, die das abdecken, was du selber nicht gut kannst? Und ich glaube, das ist bei vielen oft gar nicht so diese Gedanke, dass die besten Teams, also das ist mal Diversität jetzt gar nicht in der Gender Diversity oder Frage des kulturellen Hintergrunds. Natürlich bringt das auch viele Perspektiven mit, aber Diversität im Team bedeutet eben auch, Menschen zu haben, die unterschiedliche Dinge gut können. Und dann würde ich das deutlich erfolgreicher machen. Und ich glaube, insofern ist das wirklich dieses komplementäre Denken enorm wichtig bei allem, was man tut. Und du hast gerade auch gesagt, Menschen brauchen Hilfestellung auch manchmal, um Wandel gut zu überstehen, aber auch eben mitzumachen, damit auch niemand zurückgelassen wird. Dafür brauchst du gute Führungskräfte. Und in deinem Buch schreibst du, dass du schon sehr früh wusstest, was für eine Führungskraft du werden willst und was für eine Führungskraft du auf keinen Fall werden willst. Ich wusste vor allem, welche Führungskraft ich auf gar keinen Fall werden möchte und welche Führungskraft ich werden will, war natürlich auch ein Prozess. Ja? Also das heißt, da kam ja auch immer mehr dazu. Und zwar einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich schreibe ja auch in diesem Kapitel über Führung wahrscheinlich etwas Merkwürdiges, indem ich ja die Leser und Leserinnen bitte, einfach mal die Augen zuzumachen und an den besten Chef oder die beste Chefin, die sie je hatten, irgendwie zu denken. Und was ich eigentlich damit erreichen wollte, ist,
dass man sich an Menschen erinnert hat, die einem Dinge ermöglicht haben, die einem Dinge zugetraut haben, die einen gefördert haben, die einen auch manchmal sanft, aber freundlich geschubst haben, die einem aber auch Feedback gegeben haben, an dem man wachsen konnte. Und nicht an tolle Vertriebsergebnisse und definitiv nicht an irgendjemanden, der einen den ganzen Tag drangsaliert hat. Und damit wird eigentlich schon ziemlich klar, was, glaube ich, niemanden motiviert. Allerdings, was Menschen als eine positive Führungskraft sehen würden, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Variationen. Ich sage immer, da gibt es viel grünes Verhalten, aber es gibt absolutes, ich habe das immer das Red Flag Behavior genannt, also wo du sagst, absolut tabu. Und das wollte ich nie werden. Und ich glaube, der Prozess ist am besten durch Feedback. Also das heißt, Feedback von deiner Führungskraft, aber Feedback insbesondere auch von deinem Team, weil als Führungskraft bist du für Menschen verantwortlich in einem Team. Und wenn die denken, dass du einen ganz guten Job machst. Und ganz guter Job machen heißt nicht, dass sie mit allem immer einverstanden sein müssen. Einen guten Job zu machen heißt nicht, dass sie nicht gefördert sind. Einen guten Job zu machen heißt auch nicht, dass das bedeutet, dass die mit, also dass sie jeden Tag sagen, okay, du hast immer alles super toll gefunden, was ich gemacht habe. Aber dass sie im Grunde sagen, ich bin fair behandelt worden, ich habe was gestalten können, ich habe was erreichen können, ich habe was gelernt. Und ich glaube, das ist doch der Wunsch von uns allen. Darf ein Chef, darf eine Chefin Schwäche zeigen und scheitern? Ja, absolut. Also Chefs und Chefinnen sind genauso Menschen. Und sie dürfen auch Schwäche zeigen und sie dürfen auch Fehler machen. Und der Begriff Scheitern ist immer gleich so global galaktisch. Mhm. Und man muss das doch einfach mal überlegen, Fehler passieren jeden Tag. Fehler passieren vielleicht nicht einem selbst jeden Tag, aber sie passieren dann wahrscheinlich einmal in der Woche, gibt es immer irgendwas, wo du sagst, dann hätte ich jetzt irgendwie auch anders machen können oder mache ich halt nochmal, weil ich beim ersten Mal war es halt einfach ein Fehler. Die Problematik liegt eigentlich viel eher darin, wenn Menschen versuchen, ihre Schwächen zu verbergen und zum Beispiel nicht ein Team haben, also eine Schwäche einfach im Sinne von, was man nicht so gut kann, was das ausgleicht und was das komplettiert oder halt einfach Kollegen. Ja? Wenn Menschen versuchen, Fehler zu verstecken, dann wird eigentlich im Zweifel am ehesten eine Katastrophe daraus. Die ganz großen Wirtschaftsskandale oder sonstige Skandale sind eigentlich alle geprägt von viel Wissen und einem ständigen Verleugnen und Vertuschen, bis es irgendwann mal nicht mehr ging und bis alles aufbruch. Und insofern würde ich einfach nur sagen, nur Mut. Wir Menschen, wir können alle bestimmte Dinge gut und wir können bestimmte Dinge nicht so gut. Wir müssen natürlich immer dazulernen. Das ist ja auch ein ganz großes Plädoyer, jetzt grundsätzlich auch aufgrund der Digitalisierung. Aber es ist, glaube ich, deutlich besser, sich das einzugestehen. Und im Übrigen, ich glaube, da kann sich auch jeder dran erinnern, wenn mal der Chef oder die Chefin gesagt hat, oh Mist, habe ich nicht so gut gemacht, dann gibt einem das ja auch selber eine ganz große Erleichterung, das auch zuzulassen. Weil das ist, glaube ich, eines, was wir uns immer wieder auch symbolisieren können. Wenn Menschen sich so reflektieren können, dass sie nicht immer alles perfekt können, dann akzeptieren sie auch und verstehen vollkommen, dass auch andere nicht alles perfekt können. Und das ist die Wahrheit. Und alle, die glauben, sie könnten alles gut, leiden an Hybris. Kann man führen lernen? Ja, man kann es lernen. Es gibt aber auch tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die es nicht lernen kann. Wenn du mich jetzt fragst, welche, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Aber Gallup hat da immer sehr, sehr gute Studien, die sagen, ungefähr 10% aller Menschen sind natural born leaders. Nochmal 20% ungefähr können vieles lernen. Die Organisationen, Firmen, Unternehmen sind meistens ziemlich gut darin, diese Menschen zu finden. Es bleibt aber trotzdem dabei, dass es noch Menschen gibt, die eine Führungsrolle haben. Zum ersten Mal wird man ja meistens befördert, weil man seine sachliche Rolle relativ gut macht. Ja? Dann bleibt es ja auch oft noch in einem sehr, sehr ähnlichen Aufgabenspektrum. Und da muss man immer mal wieder auch gucken und Menschen auch die Möglichkeiten vielleicht geben, Gesichtswahn auch zu sagen, pass mal auf, es war super vorher, aber als Führungskraft für ein Team, und das kann ja auch im Laufe der Karriere sein oder der Weiterentwicklung, das ist nicht mehr ganz mein Ding und dann wieder zurückgehen und da wird man auch die Wunder erleben. Das sind wir noch nicht besonders gut da drin, weder im Fehler zugeben, noch immer aber auch erkennen, wenn Menschen an ihr Limit gekommen sind, sei es für den Menschen persönlich, aber sei es auch als Führungskraft plus eins, sage ich jetzt mal, in der Wirtschaftssprache. Du beschreibst auch in deinem Buch den Unterschied zwischen Managerin oder Manager und Führungskraft oder Leader. Mhm. Kannst du das nochmal erklären? Also Manager zu sein bedeutet, man ist für Aufgaben zuständig, man ist für Menschen zuständig, man macht Abläufe, man weiß genau, wie das Ganze funktioniert, das Team läuft gut, man gibt Feedback und so weiter und so fort. Leadership bedeutet für mich wer, und das gibt für mich kein deutsches Wort, ich kenne zumindest keines,
Das bedeutet auch, Visionen zu haben. Eine Organisation, ein Team irgendwo hinzuführen in einen Bereich, den es heute noch nicht gibt, Strategien zu entwickeln, wie man da auch hinkommt. Eine wichtige Führungsqualität von guten Führungskräften oder sagen wir mal von Leader ist inspirieren. Und du hast viel inspiriert. Unter anderem hast du ein HR-Café bei Siemens aufgezogen. Und das war ja nicht so ganz einfach. Wie hat das denn funktioniert und was waren die Auswirkungen? Also man muss sich das vorstellen, weil das ist ja ein bisschen so ein komischer, abstrakter Begriff. Wir waren in einer ganz großen Transformation der weltweiten HR-Abteilung. Und nur um mal so ein paar Dimensionen zu nehmen, das sind gleich ein paar tausend Leute wirklich überall auf der Welt gewesen. Und das ist immer die Frage, wie erreichst du denn alle Menschen, die es auch betrifft? Und wie erklärst du vor allem das, was du mit einer Veränderung intendierst, in der Art und Weise, dass jeder auch sagt, aha, also nicht wie bei diesem Spiel, weißt du, wo du im Kinderkreis irgendwie sitzt und du flüsterst dir was ins Ohr, zum Schluss kommt was ganz anderes dabei raus, sondern dass jeder wirklich absolut verstanden hat, was die Intention ist, aber dass du gleichzeitig als Führungsmannschaft auch das Feedback zurückbekommst, passt es? Ist es in jedem Land tatsächlich denkbar oder machbar? Und diesen Dialog zu erhöhen. Und wir haben dann nach einem Jahr festgestellt, dass die Menschen rein interpretiert hatten, auch nicht geglaubt haben, dass wir das irgendwie ernst meinen. Und da kam ich von so einer Reise zurück, wo ich das Feedback bekommen habe, gesagt, wir müssen was machen, Leute. Und dann haben wir uns überlegt, wo finden immer die besten Gespräche statt? In der Küche. Sei es in jedem Büroumfeld, sei es bei jeder Party, ist immer in der Küche irgendwie am besten los. Da gibt es was zu trinken, da gibt es was zu essen. Und da halten sich die Leute gut auf und da gibt es die besten Gespräche. Also haben wir gesagt, wir müssen in einem virtuellen, globalen Raum so eine Art Café schaffen, wo die Leute herkommen zum Quatschen. Und das war im Prinzip die Philosophie dieser Meetings. Jetzt mit der Pandemie, wo ja viel virtuelles Zusammenarbeiten stattfindet, kann man sich das vorstellen. Das ist jetzt natürlich viele Jahre zurück, wo wir einmal im Quartal recht ohne Agenda, beziehungsweise irgendjemand in der Welt konnte auch sagen, wir haben was Gutes gemacht oder wir haben was erlebt, wir möchten es berichten oder wir haben den Award gewonnen. Also das heißt, es war nicht so, dass nur das Headquarter irgendwie berichten konnte. Und ich habe das oft eröffnet mit so ungefähr, pass mal auf, das ist jetzt irgendwie das, was gerade läuft und die Q&A-Diskussion, also die Frage und Antwort habe ich irgendwie so gesagt, jetzt interessiert mich mal, was ist denn gerade the latest gossip, was sind die letzten Gerüchte? Weil in jeder Organisation gibt es immer irgendwelche Gerüchte und wo dann nach 3-4 Mal die Leute auch gesagt haben, also pass mal auf, bei uns ist das Gerücht, dass dieses oder jenes passiert, stimmt es oder stimmt es nicht? Und damit konnte man einfach auch Dinge einfach komplett ausräumen. Und das Schönste war eigentlich für mich auch so ein Feedback, wo jemand gesagt hat, weißt du, ich bin neu hier, das war in Indien, glaube ich, ich bin neu hier und das war aber so schön, dass ich gleich dieses ganze globale Team kennengelernt habe und als ich dann mal nach Indien wieder kam, hat sie gesagt, ich habe dich ja jetzt eigentlich nur ein Jahr virtuell gesehen, aber mir scheint es ja schon so fast, ich kenne dich. Und was der Nutzen einfach davon war, dieses Team hat sich kennengelernt und hat die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist immens gestiegen. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder auch überlegen, wenn man für große Organisationen verantwortlich ist, dass man Zeit und auch Ressourcen investiert, um Menschen zusammenzubringen, damit man sie reden lässt, damit man sie davon, also dass die Erfahrungen ausgetauscht werden können und dass man vor allem sagt, an was man eigentlich gemeinsam arbeitet und dass es gemeinsam immer besser ist. Du beschreibst in deinem Buch auch eine ganz schwierige Situation, als du zu einem eurer Standorte reisen musstest, um, wenn ich das richtig verstanden habe, Stellenabbau zu kommunizieren oder vielleicht tatsächlich sogar die ganze Schließung der Produktion. Das ist im Leben einer Ex-Personalvorständin natürlich nicht ein Einzelfall, sondern nicht ein einziges Fall leider vorgekommen. Genau. Ja. Und danach wollte ich gerade fragen, es ist ja nicht alles rosarot. Du strahlst zwar einen unglaublichen Optimismus und Freude, sieht man ja jetzt auch hier. Aber wie bereitest du dich selber auf solche schwierigen Situationen vor? Also man wächst da ja rein. Also das ist ja nicht so, dass man irgendwie, man fängt den Beruf an zu arbeiten und da macht es zack, bumm und dann bist du irgendwie Vorstand geworden oder Vorständin geworden, sondern das passiert ja. Man hat ja viele, viele Erfahrungen und man hat auch viele Lernkurven und man hat auch viele Momente, in denen es halt nicht so gut geklappt hat und wo man denkt, nächstes Mal irgendwie besser. Für mich war einfach immer das Leitmotiv, dass ich versuche, die Dinge so gut zu machen, wie ich sie kann. Also das will wahrscheinlich jeder, aber auch wirklich mir anzuhören, ist es gelungen, ist das, was ich eigentlich beabsichtigt habe, bei den anderen auch wirklich angekommen. Und zum Schluss gibt es, glaube ich, ein Thema, insbesondere bei schlechten Nachrichten. Ja? Ehrlich, Transparenz und nicht um den heißen Brei herumreden und sich dieser Diskussion stellen. Weil
gerade bei zum Beispiel Entscheidungen über Stellenabbau oder Standortschließungen, wissen diejenigen, die mit zu den Entscheidern und Entscheiderinnen gehören, dieses Thema natürlich schon lange, weil diese Business Cases schon lange gerechnet wurden. Aber die Menschen, die es betrifft, wissen das in Deutschland, wo es Mitbestimmung gibt, vielleicht einen Tag vorher, aber in anderen Ländern erfahren sie es dann genau in diesem Moment. Und dann muss man einfach ein ganz klares Verständnis auch dafür haben, wenn du als Manager oder Managerin irgendwo sagst, du wirst deinen Job verlieren, bricht in diesem Moment für diesen Menschen erstmal ganz schön viel zusammen. Und dann zu erwarten, dass sie das jetzt sofort rational aufnehmen und sagen, oh ja, ich verstehe das ja, die Firma ist in Schwierigkeit, das ist, glaube ich, eine völlig falsche Erwartungshaltung, weil man das ja selber so auch nicht verarbeiten könnte. Aber es sind immer viele Gespräche notwendig und ich persönlich weiß und habe das immer gelernt, dass zum Großteil die Menschen es immer geschätzt haben, dass ich zumindest kam und gesagt habe, die Entscheidung haben sie natürlich nicht unbedingt immer begrüßt, das ist ja klar, aber dass sie begrüßt haben, dass ich mich Rede und Antwort gestellt habe und erklärt habe, warum die Entscheidung so gefallen ist. Aber was mir natürlich auch ging, weil mich noch immer jemand gefragt hat und hat gesagt, ja, aber das ist ja schon irgendwie auch ein hartes Leben gewesen und so weiter und so fort, dann sage ich immer, naja, viele, die Menschen, die relativ weit oben angekommen sind, auch Spitzensportler oder Politiker oder PolitikerInnen und auch ManagerInnen, die stellen sich ja immer so vor, dass das Leben immer nur so glamourös ist, weil die Ausschnitte, die für andere sichtbar sind, sind ja vielleicht auch irgendwie, ich spreche auf irgendeiner Konferenz und alle sind begeistert oder auch nicht und man kommt da angefahren und fährt wieder weg. Und was aber viele eben nicht sehen, sind einfach auch viele, viele Jahre harter Arbeit, kontinuierlich, auch viel entbehren. Das ist sicherlich bei SpitzensportlerInnen natürlich irgendwie nochmal viel, viel massiver. Und ich wollte einfach nur ein ehrliches Bild irgendwie davon zeichnen, weil das waren ja meine Entscheidungen. Und das waren Kompromisse, die ich machen wollte und wo ich bereit war. Und das soll definitiv kein Appell sein, dass jetzt irgendwie jeder glaubt, der müsste irgendwie Spitzenmanager oder Spitzenmanagerin werden, sondern einfach nur zu sagen, die meisten Entscheidungen haben auch einen Preis und man muss immer für sich in der Balance bleiben, dass es ein guter Preis bleibt. Ich würde gerne noch mit dir über das Thema Generation sprechen. Junge Generation, ältere Generation, lebenslanges Lernen und wie man die Generation zusammenbringt am Arbeitsplatz. Was sind da die Herausforderungen und was sind auch die Chancen in einem diversen, auch altersdiversen Team? Also ich glaube, die Generation, da habe ich in diesem Generationenkapitel so ein bisschen auch manchmal belustigt irgendwie darüber gesprochen, weil ich immer so sage, es gibt nicht die Generation und alle in einer Generation sind gleich. Also ich habe verbohrte 20-Jährige gesehen und super offene 65-Jährige, ja, wo man da ja glauben könnte, also mit 65 im letzten halben Jahr vor der Rente oder sowas, muss man ja vielleicht auch nicht mehr alles Neue irgendwie begrüßen. Aber im Gegenteil, sie haben es begrüßt. Und ich glaube, insofern geht es eher nur darum, wie kann man auch Verbindungen schaffen unter allen Menschen in den unterschiedlichsten Gruppierungen, in den unterschiedlichsten Teams, die für das Gleiche brennen, die dann sagen, pass mal auf, ich bringe einfach 40 Jahre mehr mit. Also es gibt einfach Dinge, ich bin jetzt schon so lange im Berufsleben, ich sehe Dinge, weil ich sie schon 100-fach erlebt habe. Ich hätte sie mit 25 aber noch nicht mal erkannt. Und das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie schlauer geworden wäre oder sonst irgendwie sowas, sondern ich habe einfach mehr Erfahrung. Und Erfahrung dauert einfach. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die bringen natürlich neue Perspektiven rein. Die kennen dieses System noch nicht, die kennen das Unternehmen noch nicht, die haben noch ein frisches Denken. Und genau die muss man eben auch mit einbinden. Und deshalb bin ich auch so ein großer Fan von Diversität, weil wir eben nicht alles gleich gut können, weil das beste Team eben ein Team ist, was sich komplettiert. Ja, das hört sich immer so schön an. Aber das ist eigentlich auch, finde ich, für mich immer die stimulierendsten Teams und Arbeitsumgebungen gewesen, in denen man einfach gemeinsam Ideen entwickelt hat und jeder, der dabei war, konnte und musste eigentlich zugeben, für sich selbst zumindest, dass die Idee in der Gruppe besser geworden ist als alles, was man sich selber hätte ausdenken können. Wie habt ihr denn Diversität gefördert bei Siemens? Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil das natürlich, also Diversität, um das einfach auch nochmal ganz klar aufzuräumen, ist nicht nur Genderdiversität oder Alter, das sind sexuelle Orientierung, ethnische Abstammung, kulturelle Hintergründe und viel, viel, viel mehr. Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne Behinderungen. Ich kann das auch so sagen, ich hätte gerne gewollt, und das sage ich ja auch heute sehr, sehr öffentlich und insbesondere heute am Tag der Diversity, geht es auch ein Zitat von mir, um zu sagen, meistens haben diejenigen, die die Privilegien besitzen, noch nicht die Notwendigkeit erkannt, warum man denn dann irgendwie viel ändern müsste. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du das mit klaren Zielen definieren. Also in der Wirtschaft wird viel mit Zielen gearbeitet. Da werden auch Boni gekoppelt an Zielerreichungen, also zumindest bei den Führungskräften.
Und ich glaube auch, dass wenn sich das nicht von alleine bewegt, wenn klar gesagt wird, wir wünschen Veränderungen, dann muss man das auch so koppeln. Das ist uns bei Siemens in meiner Zeit nicht überall gelungen, weil natürlich gibt es auch für alle Entscheidungen logischerweise, und auch das ist Diversität, muss man natürlich auch immer mal wieder Mehrheitsentscheidungen haben. Und manchmal sage ich jetzt mal viel die Mehrheit für das, was ich ganz gerne gehabt hätte, und manchmal eben auch nicht. Und das gehört mit dazu. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über Diversität reden, und vielleicht ist es ja etwas, aber darüber schreibe ich auch, das gibt einen Test, der heißt Implicit Association Test, den findet man auf der Seite von der Harvard University, in ganz vielen Sprachen, wo man mal sein eigenes Bias, also seine eigenen Vorurteile testen kann. Und leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wir sind alles Menschen und wir haben alle Vorurteile, ob wir glauben oder auch nicht. Aber wenn wir uns derer bewusst sind, dann können wir natürlich auch aktiv dagegen ankämpfen. Und das ist übrigens ein vielleicht nicht täglicher, aber definitiv wöchentlicher Kampf, den ich immer mal wieder mit mir führen würde, sage, da hast du schon wieder gleich eine Schublade aufgemacht und jemanden reingesteckt. Jetzt hol den gleich mal wieder aus der Schublade raus oder hol sie gleich mal wieder aus der Schublade raus und denk nochmal neu. Und darüber erzählst du ja auch, wie deine Kinder, die das auch mal gesagt haben, den Spiegel vor das Gesicht gehalten. Tun sie immer noch. Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen. Durch die Corona-Krise verändert sich ja unsere Arbeitswelt immer noch täglich und auch durch die Digitalisierung. Was glaubst du, wie wird unsere Arbeitswelt 2050 aussehen? 2050? Ja. Oder wir können auch 2030 sagen. Ja, bitte. Okay. Ja, weil 30 Jahre irgendwie zurück, das wäre jetzt irgendwie schon. Und schon bei 2030 habe ich natürlich meine Schwierigkeiten. Also ich glaube, manche Dinge, manche Trends kann man sehen und manche überholen einen dann aber so schnell und die hat keiner kommen sehen. Was ich mir wünsche ist, dass die Learnings, also sprich das, was wir erfahren haben an Positiven, dass die mitgenommen werden in die Zukunft. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen nicht alle wieder zurückdrehen und ihre WissensarbeiterInnen wieder ins Büro zwingen. Und gleichzeitig, hatten wir ja vorher auch mal so ganz kurz besprochen in der Pause, dass wir ja alle auch ein Bedürfnis haben, unsere Kollegen und Kolleginnen immer wieder zu sehen, ja, unsere Teams zu sehen. Also ich glaube, das ist ja auch nur menschlich. Ich bin ein ganz großer Freund von Flexibilität, auch bei Arbeitszeiten, bei Arbeitsort, beim Denken, bei allem. Und vor allem, glaube ich, braucht man immer die Flexibilität im Kopf, um offen zu bleiben für alles, was da kommt und woanders passiert. Und auch gerne immer mal wieder Menschen zu haben, die aus anderen Bereichen berichten, die aus anderen Bereichen kommen und sagen, hey, bei denen läuft es schon so, lass uns doch auch nochmal so machen. Und da sind wir wieder zurück bei diesem Thema Mut, was Neues auszuprobieren. Und wenn es wirklich partout nicht geklappt hat, dann kann man aufs Alte zurückgehen, kann man immer. Oder man probiert noch was anderes Neues. Ja, natürlich. Das ist sowieso eigentlich das. Meistens ist es, wenn man mal angefangen hat, Dinge zu verändern, dann will doch sowieso keiner mehr zurück. Na klar. Aber man bessert nach und man hat dazugelernt und sagt, das nächste Mal drehen wir das Schräubchen ein bisschen mehr da. Und das ist ja auch dazu. Also keine Innovation hat stattgefunden und es hat Ping-Peng gemacht und alles kam perfekt irgendwie zustande. Ja, es gibt immer mal wieder Glücksmomente, aber die meisten großen Innovationen, egal in welchem Bereich, waren ein Prozess. Und ein Weg und eine Reise. Und vielen, vielen Dank, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Ich könnte dir noch wirklich stundenlang zuhören. Ich kann nur empfehlen, dass sich alle das Buch durchlesen mit den ganz, ganz vielen tollen Anekdoten. Es war also eine wirklich ganz große Freude, Janina, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Du bist eine wirkliche True Leader, würde ich sagen, wie du es auch in deinem Buch beschreibst. Und ein Role Model, ein echtes Vorbild für viele, viele Frauen in der Welt. Und zwei Anekdoten wollte ich noch ganz kurz teilen hier, wo du unglaubliches Role Model warst. Und zwar beim Kleidungsstil, den Jeans. Aber heute habe ich meine Lederjacke nicht an. Das stimmt. Aber in dem Buch beschreibst du, wie eine deiner Kolleginnen sagt, oh ja, und ja, du hast eben den Kleidungsstil flexibilisiert. Flexibilisiert bei Siemens. Und eine meiner Lieblingsstellen, wirklich meiner Lieblingsstellen, wie du in einem Meeting gesagt hast, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich muss jetzt stillen gehen. Ja, ich muss mal abpumpen. Die Kinder waren ja nicht dabei. Abpumpen. Ja, und das war ganz. Und das ist lustig, dass mir war klar, als ich das geschrieben habe, dass das sehr viel zitiert werden wird. Und was mich sehr, sehr gefreut hat und gleichzeitig aber auch schockiert hat, mir haben so viele Frauen auf den sozialen Medien ihre Stillgeschichten oder Abpumpgeschichten geschickt, wo ich mir gedacht, Wahnsinn. Das gehört mit des natürlichsten Prozesses dazu.
Es gibt natürlich auch Flaschenkinder, das geht natürlich auch. Aber auf der anderen Seite eigentlich was ganz Natürliches, was aber einfach in so einem Arbeitsumfeld nie thematisiert wird. Und warum ich das ja auch geschrieben habe, das wollte ja keiner irgendwie was Böses, sondern hat keiner eben gewusst, dass ich noch still. Üblich. Ich würde auch meine Kollegen nicht fragen, sag mal, wie ist denn das jetzt? Das Kind ist so, so alt, stillst du noch oder stillst du nicht? Ja? Sondern eben auch ein ganz großes Plädoyer, dass es immer wieder Momente gibt, in denen man die eigenen Rahmenbedingungen einfordern muss, in denen man den eigenen Kontext erklären muss, in denen man mutig sein muss. In dem Fall war ich ehrlich gesagt nicht mutig, weil alle, die schon mal gestillt haben, wissen, es gibt einfach einen Moment, ich sage mal, da brauchst du entweder eine Pumpe oder ein Kind. Ja? Und da geht nicht mehr viel mehr. Aber das hat mir eben auch gezeigt, dass es eigentlich allen anderen im Raum unglaublich peinlich war, dass niemand daran gedacht hatte und dass ich nur sagen müsste, Leute, ich brauche das. Und das wäre vielleicht einfach auch mein Wunsch an alle diejenigen, die uns heute zugehört haben und zugeschaut haben, nicht immer vermuten, dass andere Menschen immer wissen, was man selber gerade braucht und benötigt oder sich wünschen wird, sondern einfach die Dinge auch mal auszusprechen, einzufordern und dann mit aber auch in Kauf zu nehmen, dass natürlich nicht immer Forderungen oder Wünsche irgendwie erfüllt werden, aber das stößt auch einen Veränderungsprozess an, den wir, glaube ich, alle brauchen. Ganz herzlichen Dank, denn Gedanken lesen kann, glaube ich, noch keiner von uns. Und deswegen, man muss den Mund auch mal aufmachen und sagen, was passt oder auch nicht passt. Vielen Dank, dass du den Mund aufgemacht hast in diesem Buch. Vielen Dank auch für heute Abend. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, auf das nächste Buch, wer weiß. Auf das nächste Buch und auf den nächsten Take. Und jetzt nochmal. Was Sie ja natürlich irgendwie nicht wissen, wir hatten hier ein paar kleine technischen Probleme. Aber ich hoffe, Sie haben es überhaupt nicht gemerkt. Und wir hatten dann die gute Chance, ein paar der Dinge einfach mehrfach aufzunehmen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei. Scheitern lohnt sich. Immer. Immer.